Was ist denn los? Alter, alles sind hier. Bist du narrisch? Hätte ich mir nicht gedacht. Ich muss natürlich jetzt mal kurz gutachten, dass es natürlich wieder alles mal wieder geben könnte. Oh, ganz, ganz wichtiger Moment. Aber. Achso, holen wir sie gleich das oder was? Ist mir sie gleich. Ah, scheiße. Die normale. Genau, Alter, fick deine Mutter, Alter. Bist du deppert? Na, aber jetzt ab. Zeig mal her. Wäre aber vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Mit maximalem Leben und alles. Weil 2%? 2% sind 2%, das ist schon viel. Will jetzt einmal nur kurz dazu erwähnen. Da haben wir eh zum Beispiel. Ah, okay, da bauen wir zum Beispiel noch Intelligenz. Na, dann würde ich dann schon. Ja, dann gehen wir in die Richtung. So, damit wir das dann mit der Intelligenz dann auch irgendwann haben. Ja, passt. Ich höre die Wölfe. Immer umkreisen sie mich. Greifen und beißen nach mir. Sehr gut, oder? Dass ich mich ihnen anschließe. Momentan bin ich auf Druidenbasis. Aber ich brauche Hilfe, damit das so bleibt. Einige Ritter der Kathedrale kamen vor einer Weile vorbei, um das Böse in Sarats Unterschlupf zu bekämpfen. Einer von ihnen hatte ein Amulett. Die Wölfe schwiegen in seiner Gegenwart. Die Ritter sind nicht zurückgekehrt. Aber vielleicht könnt ihr mir das Amulett bringen. Ja, können wir machen. Wenn ich es vielleicht sogar behalten darf. Ich kann es nicht sehen. Wir haben nichts gefunden. Ich höre ihr heulen. Alle, die ihnen folgen, verschwinden in der Wildnis. Nix, Chefe, nix. Gar nichts habe ich gefunden. Und sie ist so den Klunker da so hängen. Na, der ist neu gekauft. Dieser Droide Atea will helfen. Aber Droiden kann man nicht trauen. Nein. Aufpassen, da hast du die ganze Zeit in die Pappen. Ich brauche jemand anderes. Ganz, ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Da hat er die ganze Zeit einen in die Pappen. Ich wollte gerade sagen, so sollten wir vielleicht mal sicherheitshalber lieber schauen, wo der ganze Scheiß doch ist. Warte noch, noch ganz kurz, noch ganz kurz. Oder das mit Angriffsgeschwindigkeit. Oh. Das als Kombination mit anderen Angriffsgeschwindigkeit. Das wäre mega, Alter. Das wäre richtig Baba. Das wäre richtig, richtig Baba. Weil da hätten wir wenigstens was, auf was wir vielleicht sogar hinarbeiten könnten, noch so zusätzlich. Ich bin jetzt so. Na, ich kann eher so eine Runde gehen. Perfekt. Oh, mit neuen Dungeon auch noch. Aufpassen. Da muss ich wieder aufpassen, oder? Mit Dungeon und alles. Ey. Aber na gut. Vielleicht gehen wir wenigstens nur irgendwo trainieren oder so, dass wir wenigstens auch Stufen höher sind oder so, weil mit Dungeon. Ja, werden wir schon schaffen irgendwie, aber dennoch. Wird eine gefährliche Nummer. Wird echt eine gefährliche Nummer. Wird eine knappe Geschichte wahrscheinlich vielleicht sogar. Wird definitiv sicher eine knappe Geschichte. Ich wollte gerade sagen, so, das war's. An Gegnern oder wie? Ja, die haben auch ausgelacht. Wie die Gangbang-mäßig auf mich losgehen, oder bist du etwas? Okay, ja, jetzt wo ich die Ulti, aber das hat sie nur stehen. Weg. Ich wollte gerade sagen, so weg. Aber ja, weg. Wenn da irgendeiner explodiert, ich bin weg. Das sieht man nicht mehr. Tschüss, Papali. Aber gleich tschüss, Papali. Mhm. Kann man aber trotzdem nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwas Großartiges dabei sein wird. Ja, habt auch Geld. Ja. Werden wir brauchen, oder? Wie viel haben wir denn überhaupt? 47.000 ist ja gar nichts, oder was habe ich denn letztens gemacht? Was habe ich eingekauft? Ist deppert. Würde aber fast sogar sagen, wir hauen sich einmal kurz in den Dungeon rein und dann würde ich kurz in die Hütten,
einfach kurz teleportationstechnisch irgendwo mich hinhauen, damit ich das Upgrade machen kann für meine Waffe, damit ich ein bisschen gestärkter an die Sache rangehen kann. Mhm. Und dadurch, dass das auch noch Unikat ist, würde es mich dann umso weniger stören, wenn man gleich komplett fertig macht. Da würde es mich dann sogar nicht einmal stören. Oh, so ist ein Level 50. Yippie! Jetzt haben wir hier nur noch die Hälfte. Aber Gott sei Dank läuft das wenigstens eh 3 Monate, weil so sind wir nicht ab, aber ich hätte keine Zeit. Ich hätte keine Zeit, weil so viele Spiele, was da immer rauskommen, das sind wir nicht ab. Hier ist 3er7, aha. Bist deppert, ihr könnt ein Rasierer sein. Ihr könnt ein Rasierer sein. Mit 3er7, bist deppert. Servus, gehst du, servus. Aha. Mit Doppelgänger und alles. What the fuck? Interessant. Definitiv interessant. Mit Doppelgänger und so. Ja, mal das sagen. Bisschen Abstand, Havara. Bisschen Abstand. Passt. Hauen wir sie eine. Dann nehmen wir die Teleportation. So. Damit wir das einmal aufwerten können, die neue Waffe. Weil das wäre echt, echt wichtig. Allein schon jetzt, wo wir natürlich alleine unterwegs sind. Umso wichtiger. Würde ich jetzt mal kurz behaupten. Dementsprechend, let's go. Sowieso, wenn wir den Boss besiegen wollen in dem Dungeon. Müssen wir das machen. Da. Da haben wir eh den Havara. Da haben wir eh unseren Havara. Steppert oder 8-mal Heilung ist schon sexy, oder? Da Schmiede. Let's go, der wilde Hase. Und doch kommt vielleicht sogar noch irgendwas verlegen. Na, jetzt einmal nur die eine Waffe. Oder? Nee, bleib mal lieber mal nur bei der Waffe. Weil ich bin schon sehr zufrieden mit der Waffe. Muss ich schon sagen. Geh, schleichti. Vom Silberherz haben wir zu wenig. Geh, cool. Das schauen wir aber genauer. Mhm. Was jetzt mal so stehe. Gehen wir weggehen. Was noch übrig ist, fragt ihr. Was haben wir da für eine Barriere? 9%, dann gebe ich das auch noch weg. Blitzsperr lasse ich noch stehen. Ja, betäubt sind eh auch ab und zu meine Havara. Aber was ich das einmal so stehe. Ich hätte es trotzdem gern aufgewertet, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Beziehungsweise ich glaube die nächste Stufe hätte ich nicht geschafft. Na, boah. Silberherz. Ich glaube, ich sollte dann doch wieder ein bisschen was einkaufen. Oder besser gesagt mitnehmen, damit ich wieder was zerlegen kann. Ich glaube, das wäre es eher. Passt gut. Gut zu wissen. Aber nur die wichtigen Sachen, die was man zerlegen kann. Also wichtiger. Bis spätestens beim Boss haben wir es, glaube ich, oder? Bis spätestens beim Boss sollten wir es eh, glaube ich, haben. Wo ist denn dabei draufgehen? Okay, wieso leuchtest du das so geschissen? Aha. War mir jetzt so unsicher, der hat komischerweise so deppert geleuchtet, Alter. Hat mir nicht taugt. Hat mir überhaupt nicht taugt jetzt. Das war ein ganz, ganz verdächtiger Hase jetzt. Ganz, ganz verdächtig. Ja, dann nehmen wir immer die goldenen Sachen mit. Ich glaube, die goldenen Sachen bringen wenigstens ein bisschen mehr. Oh! Wart. Ganz, ganz wichtiges. Ganz, ganz wichtiges Havara. Abwarten, aufpassen. Nicht einfrieren. Nicht einfrieren. Nicht deppert sein. Aufpassen, Bulli. Aufpassen. Nur wir frieren die Gegner ein. Nicht umgekehrt. Ja, wenn wir jetzt schon so Probleme haben mit dem da. Was ja auch nicht so weiter, weil der bist deppert. Immer wegen einem Gift. Immer depperte Gift, Leute. Das ist Wahnsinn. Bruder. Ich bitte dich um einen Gefallen innerhalb der
Wir haben ein Spinnenproblem auf der Farm und meine Frau reißt den Kopf ab, wenn ich mich nicht das ist ein Problem. Ich vermute, hier ist irgendwo ein Nest. Hol unsere dämlichen Cousins und bring einen Krug von der Farm. Nüchtern macht das bestimmt. Jetzt ein Spinnenproblem. Hätte ich mir echt nicht erwartet. Du Stepper, oder? Das sind tiefe Drecksauen, Wahnsinn, oder? Alles dreckert wahrscheinlich bei euch. Dass die Spinnen da vorbeikommen, oder? Wahnsinn, oder? Mhm. Das kann echt lustig werden gegen einen Endboss. Ich muss, glaube ich, einfach nur ein bisschen aufpassen. Das wär's. Mhm. Mehr ist, glaube ich, nicht dabei. Zum Beispiel eins von den drei haben wir eh schon erledigt. Vielleicht müssen wir auch nur die drei erledigen. Das kann vielleicht auch sein. Vielleicht gibt es diesmal nicht einmal einen Boss. Alles ist möglich. Will ich jetzt einmal kurz behaupten. Dass man diesmal nur sagt, okay, passt. Na, wir müssen nur das besiegen und schießt der Bali. Wäre auch leibend. Das wäre echt, echt leibend. Wäre sehr, sehr praktisch. Da muss ich definitiv ein bisschen einfacher. Ja, dann lass wenigstens nur mal leveln. Es wird ein Baba. Ja, da war ein lieber mal raus. Stepper der Haver mit den Stacheln da. Ja, ja, ja. Besser ist lieber, besser ist. Ich vermisse meine Angriffsgeschwindigkeit. Ich sag's da. Ich glaube, das nächste, was ich mir irgendwo reinhau. Angriffsgeschwindigkeit. Dort. Ich will das, dass der wieder dort macht. Die Fähigkeit mit der Angriffsgeschwindigkeit auf Mashallah-Niveau. Auf Mashallah. Also ja, wir sollten ja ein bisschen was mitnehmen. Aber nur das gute Zeug. Die Dinger da, die ganz schätzen. Okay. Ja, dann gehen wir mal links. Irgendwo werden wir schon hier kommen, was wichtig ist. Das Blaue wird sie nicht gegönnt. Fix das. Dann schätze dir das Blaue. Hey, du bleibst weiter weg, oder? Du explodierst jedes Mal, du Fulltrottel. Du gehst eh brav weg von mir. Und jetzt brauche ich nicht, dass der von meiner Goschen da wegfliegt halt auf Selbstmörder. Nein. Das brauche ich nicht. Das brauche ich definitiv nicht. Aha. Ach, das ist schon wieder cool. Das war cool, ey. Ja, ja. Kommt zurück vorbei! Habt ihr recht! Ist ein bisschen leveln! Wenigstens mindestens ein Paragon höher kommen! Mindestens heißt! Mindestens! Ich hätte nicht ein, zwei Taufe kommen, aber ich definitiv irgendwas falsch gemacht. Durch die Nebenquests und alles und durch den Dungeon kriege ich ein bisschen mehr aus, also dementsprechend. Ja. Mit 52, 53 auf entspannt Urino würde ich definitiv gerne heute werden. Ja, kann man glaube ich so. Kann man definitiv so sagen. Halt. Vielleicht können wir wirklich mal ein bisschen Season Dungeon machen oder irgendwie irgendwas, wo man sagen könnte, okay, passt. Seasons-mäßig, dass wir halt da wieder ein bisschen weiter fortfahren. Auch Geschichte oder sonst was. Würde mir definitiv reizen. Nein, mal lieber mal einen Super Sprinter. Ich kann ihn wissen. Ich gehe hier auch noch, wenn er schnell aufpasst. Hey, irgendwann sollte man wieder langsam mal so eine Heilung daherkommen, oder? Wir machen ja nur. Das könnte uns unser Büdel unsympathisch werden, hochziehen. Oh, ja, da noch immer was. Da noch immer was, meine Ulti, oder? Bist deppert? Wenn ihr deppert seid, Bruder, bin ich auch deppert. Oh, noch eine Masse, Alter. So schnell geht's, Alter. Ficki, ficki, Alter. Dritt, Alter, ist gegangen. Aber wie wird's hier so ein Herz, gell? Schon so ein Herz-Ding habe ich da wieder gefunden, gell? Aufpassen. Aufpassen, ganz ehrlich. Immer weg, wenn der da ist. Ist aber eh gescheiter. Jedes Mal, wenn er daherkommt, Alter.
Geh mal ausweichen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin immer wieder nicht bereit, bist du eh immer wieder, Kleber. Wollte gerade sagen, so. Ich gehe da immer eh sicher selber weg. Sicher, sicher. Passt. Nein, ich nehme jetzt aber nur was mit. Na. Los ist so schwer. Brauchen wir nicht. Drauf geschissen. Aha, zu schießen. Die geht. Aha. Aha, ich denke mal kurz, wo ist es mit ihm? Bist deppert, die war leise. Die werden viel stören. Die werden viel stören. 100%. 100% werden die alle drauf gehen. Und ihr werdet wieder der einzige sein, der was wieder da stehen wird. Mhm. Na ja, schau, nächste ist schon kapiert. Ich sag ja, ich bin der einzige, was dann am Schuster stehen wird. Weil die sind aber so weit mehr gegangen, das sind wir nicht ab, aber. Da war ich nicht einmal schief. Da war ich nicht einmal schief. Und so schnell hops gegangen, das ist ein Wahnsinn, oder? Aufpassen, aufpassen, gefährlich. Ganz, ganz gefährlich jetzt. So. Ich muss noch ein bisschen geduldig sein. Ein bisschen geduldig müssen wir sein. Ich muss da warten auf die Ulti. Und wenn ich die Ulti habe, Alter, dann kann ich ihm geben. Dann kann ich ihm richtig schön geben. Abwarten, abwarten, abwarten. Aber der eine ist eh schon relativ gut bedient. Bist du deppert? Der ist eh schon sehr, sehr gut bedient. Bist du deppert? Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, so wirklich viel hätte ich mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Nachdem eigentlich im Prinzip alle Handrad wurden sind. Habe ich mir definitiv jetzt nichts denken können, dass ich mir jetzt da was Großes erwarten dürfte. Ja. Bald nächste Stufe. Bitte sag jetzt nein, ich muss wieder irgendwen beschützen. Ich wollte es gerade sagen. Bitte sag nicht, ich muss wieder irgendwen beschützen. Nein, 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 nein. Ja, ja. Geh weg. Ah, mit ein bisschen Abstand wieder. Ah, weil da kommen eh schon wieder mehr als genug welche. Wir kommen auch gleich wieder irgendwelche von der Decke runter. Nein, 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 das brauche ich nicht. Das brauche ich definitiv nicht. Genau. Jetzt muss ich wieder so und so viele geschafft haben, oder was? Damit ich den Meisterrang wieder hab. Ja, die bin ich wieder in Arsch daheim. Die bin ich definitiv in Arsch daheim. Geben wir natürlich wieder die Ulti mal wieder ab. Für schlechte Zeiten. ich glaube, es gibt nur schlechte Zeiten. Mit diesen explodierenden Dingen, das ist ja Wahnsinn. Ah, passt. Komm ich aus. Komm ich schon definitiv aus. Wenigstens haben wir auch unser Häkchen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das war mir das Wichtigste. Hauptsache, wir haben unser Häkchen. Das ist super. Die eine Spinne ist eh schon fast viel. Das ist gut. Paragon, ja, Mann. Wichtig, aufpassen. Ganz, ganz wichtig. Ich höre die ganze Zeit nur Explosion, Explosion. Packt man nicht. Packt man definitiv nicht. Ich glaube, wir haben es. Wir haben nur 1000 Explosionen noch gehört. Und wir jetzt irgendwie dezent unsicher. Passt. Passt, eh gut, dass du nichts mehr tragen kannst. Eh gut, ja. Mal wieder. Ich würde sogar fast sagen, jeder Diablo-Spieler
der was intensiv Diablo spielt, wieder am liebsten. Moin, servus, grüß dich! Alles klar, Spalett, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Jeder intensive Diablo-Spieler würde am liebsten einfach mal quasi alles erweitern wollen. Wenn es Richtung Item-technisch oder irgendwas in irgendeine Richtung geht. Ja, hau mal alles raus. Mit dem mal. Wieder nur so ein Haverer. Ja, alles super. Schon mal gemütlich, einmal gefrühstückt, ein bisschen Sport gemacht. Mein Kaffee schon an meiner Seite, dementsprechend kann es mir nur gut gehen. Ich glaube, geht's ja noch immer nicht aus, gell? Ich brauche noch ein bisschen. Scheiße. Können wir wenigstens noch irgendwie so Kleinigkeiten. Ja, nimm das brauchen wir jetzt aktuell sowieso nicht. Nimm den ganzen Blödsinn da mit. Nimm den ganzen Blödsinn da mit und schieb's da irgendwo hin, damit ihr wenigstens da ein bisschen was sammeln kann. Damit wir wenigstens ein bisschen wieder mehr zerlegen können. So. Welche Richtung wollen wir gehen? Wir wollen sowieso Intelligenz, gell? Das war das, gell? Oder? Ja, Intelligenz. Dann hätte ich gesagt gehabt, nehmen wir das, dann gehen wir auf die Stärke um und dann haben wir noch die nächste Intelligenz und dann nehmen wir sie das, hätte ich gesagt gehabt. Passt. Haben wir wenigstens schon mal den Masterplan des Todes. Passt, können wir das alles sammeln, das nehmen wir auch gleich mit. Perfekt. Gehen wir aber sicherheitshalber nur nach links, weil ich bin so einer, ich will immer alles aufdecken. Ich bin so deppert. Ich bin so deppert, ich will immer alles aufdecken. Wenn ich schon in irgendeinem Dungeon drin bin oder irgendwas. In irgendeine Richtung, also ein bisschen deppert. Ein bisschen deppert. Also jetzt hätte man mindestens 52, 53 sehe ich schon als Paragon. Ja. Ich hoffe nur, dass ich da mehr als genug dann auch ein bisschen von den depperten Silberherz daher kriege. Damit ich das wenigstens auftun kann. Wenigstens einmal noch. Also Upgrade wäre schon super. Und dass ich vielleicht sogar noch die Angriffsgeschwindigkeit da auch noch irgendwie das ein bisschen was drumherum noch macht. Das wäre echt super. Das wäre echt geil. Also wir haben da schon mal Pläne geschmiedet, die Step oder Phase 1, Phase 2 auf MCU-like Style. Damn. Das ist jetzt mal Phase 9000. Ja, da muss ich die Multi auspacken. Da muss ich wieder die Multi auspacken, oder? Dann kommen wir schon wieder mit den 55er daher. Bist deppert. Fick gern. Aber schnell. Ich bin in den Arsch daheim. Das könnte knapp werden. Ja, den einen haben wir wenigstens. Das ist gut. Mit den anderen kann ich wenigstens ein bisschen spielen. Ja, jedes Mal mit diesen depperten Flammen, das nervt. Das nervt. Aber passt, haben wir auch schon wieder da. Auf ganz, ganz köstlich. Da muss ich gleich schauen gehen. Warte. Machen wir den Dungeon noch fertig. Wenn es ein Unikat wäre, hätte ich sofort geschaut gehabt, aber ist eh nur Lege. Bin nur legendär, also dementsprechend drauf geschissen jetzt mal in dem Moment. Passt. Ich bin gespannt, ob es da noch irgendeinen Boss gibt am Ende des Tages. Ich glaub's nicht. Ich glaube, das wird wieder so ein Ding werden, so. Du einfach nur so dreimal die Dinger da zerstören und das war's. Das wäre echt nicht schlecht. Weil so stark sind wir jetzt auch wieder mal. Ich rechne mal wieder damit, dass ich unser deppertes Spiel wieder daherkommt. Ja. Ja, definitiv. Gut gerechnet, bis deppert. Muss aber aufpassen, vielleicht kommen da aber auch wieder so 3-4 Haverer gleichzeitig daher. Hebst du auf, hebst du die Ulti auf, sicher selber, hebst du auf. Da kann ich wissen. Okay, ist jetzt einmal nur der eine Haverer. Abwarten. Nein, es wird ja nur der eine Haverer. Ja, dann kein Ulti auspacken und gehen wir. Ist gleich hier auch noch der Haverer. Passt, perfekt. Gleich mitnehmen, gibt es noch in der Kiste? Ja, nix. Schade. Das wäre wieder geil gewesen. Aber da haben wir wenigstens gleich den Dungeon, da haben wir gleich die Nebenquest auch noch beendet. Weiß nicht. Dann gehen wir dann gleich wieder zu der nächsten Nebenquest. Vielleicht, bei 53 würde ich vielleicht mit der Season Story weitermachen. Ja, mit 53. Da sind wir wenigstens unter 55. Das passt dann eh. Ja, ist dann nicht so tragisch.
Damit lässt sich definitiv arbeiten. Ah, schon wieder so explodierender Hase. Mit langer, schmalen Nase. Digga, aufpassen. Jawohl. Mhm. 13 Sekunden müssen wir noch geben. Wo ist irgend so ein Depper da daherkommt? So ein stärkerer. Oh, einer gut. Ich glaube, die haben jetzt was gemacht, gell? Die haben einen Besen in den Sinn, da haben sie ein bisschen geschraubt gehabt, gell? Na, fix, Alter, wir haben vorher nicht so schnell gelevelt. Ich spiel gerade einmal 44 Minuten, Alter. Und du einfach nur ein bisschen Dungeon hier, ein bisschen Dungeon da und bin einmal wirklich stark unterwegs. Na, Alter. Das ist ja nix. Da geht's bam, 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 bam. Hätte ich gesagt. Reis zum Unterschlupf der Königin. Ich überleg nur gerade so, wo soll die Tante sein? Das würde mich jetzt aber voll erwischt interessieren. Wenigstens so sehr eine Markierung oder sonst was kriegt. Ich bin gerade aktuell 51. Sagen wir es lieber, ich sag's lieber so, 51. Falls man mich nicht so wirklich gut versteht. 51 und bald bin ich 52. Also ich bin gespannt. Nehmen wir sie das eine mit. Mich würde es aber wirklich interessieren, wo soll denn die Königin sein? Da eigentlich im Prinzip war ich eigentlich schon bei jedem Bereich. Ha. Sollen wir jetzt so eine kleine Runde gehen? Mich würde es aber auch dann wieder stören, wenn ich dann wieder rausgehe und dann nicht das Häkchen sehe. Aber normalerweise sollte ich das jetzt geschafft haben. Mal abwarten, mal abwarten. Das würde mich jetzt aber voll interessieren, ob es da jetzt noch was zu tun gibt oder nicht. Beziehungsweise mit verlassen. Geh auf verlassen, weil normalerweise sollte dann ein Häkchen sein. Das würde mich jetzt voll interessieren. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Diablo ein bisschen sehr vernachlässigt. Sagen wir es mal so, ich habe es jetzt ein bisschen auch sehr vernachlässigt, weil ich halt einfach andere Spiele zum Spielen gehabt habe. Na, wir sind nur immer nicht fertig. Scheiße. Müssen wir wirklich die Königin da finden? Fragen wir nur, wo soll die Oede sein, aber na gut. Vielleicht genau in der Mitte. Das könnte sein. Wahrscheinlich genau in der Mitte. Na, aber. Ich habe ehrlich gesagt, zu Season-Beginn habe ich Vollgas zockt gehabt. Und auch kurz davor, weil ich unbedingt mit der Story fertig werden wollte, habe ich Vollgas gegeben. Fast jeden Tag nur Diablo bam 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 gemacht. Dann habe ich halt ein bisschen gespielt gehabt. Season, dann bin ich mal wieder auf 50 gewesen, da hat es mich irgendwie wieder nicht gereizt. Ich weiß nicht. Hat mich dann irgendwie wieder nicht interessiert. Und es kommen immer so viele andere Games, das ist ein Wahnsinn. Und du bist dann irgendwie dann wieder so ein bisschen gezwungen dazu, ja, wieder Season beginnen und du musst wieder reingrinden und das und das und das. Ich bin da eher weniger so einer, der was die ganze Zeit bam 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 nur das eine gleiche Spiel spielen kann. Na, das geht bei mir nicht. Ich brauche immer mehrere verschiedene. Aber wenn du wie zum Beispiel mit deiner Frau zum Beispiel spielen würdest oder etc., ist es schon mal richtig, richtig geil, wenn du mit mehreren live zusammenspielst. Hat es auch gleich für viel besseres Feeling und das Ganze. Taugt mir dann auch viel besser. Wenn wir eh schon zwei, drei Mal mit zwei Abonnenten auch schon, also zwei Follower, also in Twitch heißt ja wieder Follower, mit einer gespielt gehabt. Und es war echt unterhaltsam, das war echt geil. Hat mir taugt. Ich werde aber vielleicht auch mal wieder einen Hardcore-Modus wieder mal starten. Ich habe Bock auf wieder ein bisschen auf Hardcore, muss ich auch wieder gestehen. Das Deppel ist aber sehr einfach mehr gegangen. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Das hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht gehabt. Das ist so... What the fuck? Okay, passt. Gefreu mich. Nehme ich so. Perfekt. Haberer. Geil. Das ist leiwand. Ah, okay, Eisrüstung habe ich zwar nicht.
Aber na gut, ich würde sagen, hauen wir da mal wieder raus. Das wäre super, damit wir die Nebenquest einmal beendet haben. Na, lass mich einmal noch ganz kurz schauen, was haben wir denn da alles wieder Neues, köstlich, schmöchtliches gekriegt. Beherrschungsfertigkeiten, die mit mindestens... Ah, okay, da haben wir schon einmal diskutiert gehabt. Okay, da ist da wieder die Chance mit dem Blitzspeer. Boah, 50%? Was ist bei dem anderen? Würde mich jetzt auch interessieren, wie viel Prozent ich da gehabt hätte. Da habe ich zum Beispiel wieder nur 46. Ah, interessant. Aber ist cool. Ist definitiv cool. Sowieso auch das mit dem Blitzsperr und alles drum und dran. Hat mir sowieso gereizt gehabt, aber würde ich jetzt einmal sagen, Angriffsgeschwindigkeit ist es dann eher. Das hat mich dann eher mehr gereizt. Angriffsgeschwindigkeit, dass wir da jetzt dann irgendwas machen. Ich hätte gesagt gehabt, wir erledigen jetzt noch die Nebenquest. Auf Chili Vanille mäßig. Auf ganz, ganz gechillter Hase. Hätte ich gesagt gehabt, machen wir bam, 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 bam. Und dann schauen wir, dass ich vielleicht das eine Ding auf das andere draufhauen kann. Auf irgendeinen Sockel oder irgendwas. Ich muss aber auch sagen, die Story ist ja richtig. Die Story taugt mir extrem. Ich bin auch sowieso, normalerweise bin ich eher so dieser Typ, ich mache ein bisschen Story und dann immer 100.000 Nebenquests und dann wieder Story. Aber da ist es jetzt wieder was komplett was anderes, weil du gleich die Story komplett überspringst und alles drum und dran. Also es ist echt der Wahnsinn. Was, da gehen wir jetzt Fuske. Das ist nicht so tragisch. Ich bin da auch immer so ein extremer Fan von der Story und alles drum und dran. Und da bis ich mal zum Endgame hinkomme, Alter, ist glaube ich Season 2000 auszukommen. Bis ich mal so weit bin wie die anderen. Vielleicht. Außer bei Diablo Immortal. Bis deppert, da habe ich Gas gegeben. Da habe ich definitiv Gas gegeben. Da habe ich viel gespielt gehabt. Weil immer wenn ich so Videos oder sonst was kontrolliere, da habe ich schon Gas gegeben. Hat mir aber taugt. Ich verstehe zwar den Shitstorm bei Diablo Immortal, aber hat mir trotzdem auf irgendeine Art und Weise Spaß gemacht. Aber am Ende des Tages war es dann doch am Schluss sehr, sehr langweilig. Weil nicht wirklich viel Content nachgeliefert worden ist, beziehungsweise endgame-mäßig ist nicht wirklich viel geschehen. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie es auch schon patched. Lasst mich mal sehen. Ah, ich spüre es schon. Das Geheule wird schwächer. Danke, gütige Fremde. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne noch standgehalten hätte. Aber, falls du natürlich noch irgendwie einen Clan suchst oder irgendwas, kannst du liebend gern zu uns dazukommen, gell? Also, wir haben da von alles gemischt, von Freunde bis hin zu Abonnenten, ohne irgendein Muss oder Zwang. Will ich jetzt einmal nur kurz dazu sagen, falls du mal sagst, okay, hey, ich suche irgendwie so eine Art Clan, wo ich einfach ein bisschen chillen kann, wo ich nicht dauerhaft immer spielen muss, aber dann dennoch einen Clan habe, wo ich mich vielleicht so ein bisschen dazuhauen könnte. Also gar kein Thema, wenn du sagst, hörst du, möchtest dich da reinhauen, liebend gern, bist immer wieder erwünscht. Sag ich jetzt einmal dazu. Seasonreise. Ah. Wie wollte ich gerade sagen, interessiert mich eh wieder. Es ist wieder nur das, gell? Leute zusammen. Oh, okay, passt. Das machen wir, das machen wir. Das können wir eh ein bisschen machen. Was haben wir da? Haben wir wieder das. Gequältes Geschenk. Oh, da haben wir jetzt eh so ein Symbol oder irgendwas gesehen gehabt. PvP wieder ein bisschen sehr schwer. Echo des 15 Paragon-Knoten vorher, nachdem ihr Stufe 50. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Könnte definitiv ein bisschen dezent dauern. Alles klar, Chefe. Passt. Sonst irgendwas Wichtiges haben wir mal eh nicht in der Nähe. Das ist schon mal gut. Passt, wir müssen sowieso mal daher. Dementsprechend, let's go, der Wildhase. Ich glaube, das ist das Bircherl oder irgendwas. Irgendwas in dem Dreh haben wir gesehen gehabt. Irgendwas in dem Dreh haben wir gefunden gehabt und das, glaube ich, können wir jetzt einmal liefern.